einerseits eine Wirklichkeit, aber andererseits wie alle Wirklichkeit dann auch eine Projektionsfläche. Der Betrachter setzt es für sich zusammen im Kopf. Das ist einfach nur ein Spiel. Meine Aufgabe ist nur, das so präzise zu formulieren und so meditativ und scharf einen Blick in mich zu werfen, dass ich das nach außen bringen kann. Und umso präziser ich bin und umso mehrschichtiger ich bin, umso mehr Möglichkeiten gebe ich dem Betrachter, um mit meinen nach außen geworfenen Bildern zu spielen. Wenn mich was beschäftigt, lese ich darüber sehr viel. Wenn ich diese Gedanken nicht alleine denke, sondern diese Gedanken werden zur Zeit gedacht, oder wenn ich zu spät dran bin, dann sind sie vor 50 Jahren gedacht worden, aber ich denke sie halt jetzt erst nach. Ich versuche, dieses Konzept natürlich zu den Rändern hin offen zu halten, soweit es möglich ist. Aus dem kommen dann konkrete Bildideen und Bildtitel, beziehungsweise Idee für eine Performance oder Idee, wer das musikalisch untermalen sollte. Und ab dann fließt es ziemlich. Ab dann ist das Konzept nur mehr da, um nicht zu sehr abzuzweigen, aber in welcher Form, in welcher Komposition diese Bildidee, dieses Thema verwirklicht wird, das kommt dann ziemlich spontan. Ausstellungsplätze, Ausstellungseinladungen, wo das stattfindet, welches Publikum ich damit erreiche, ist schon extrem wichtig. Nicht nur für mein Ego, aber auch welches Publikum ich damit erreiche. Schlechte Erfahrungen gemacht mit der Kritik von Kollegen. Ja, also dass sie dich dann genau dort treffen, weil sie sensible Personen sind, wo es dir weh tut und damit dich schwächen. Das ist nicht um eine klar, es ist zu kleine. Der Topf ist zu klein und dann versuchst du, die anderen wegzuscheuchen, weil wir eben so konditioniert sind, blöderweise.
Also am Anfang, wie ich nach Wien gekommen bin und wie ich diese Wiener Gemütlichkeit nicht mitgekriegt habe, wo ich total aufgedreht war und gedacht habe, wow, da hast du so viele Museen und so viele Ausstellungen und so viele Aktivitäten und du kannst aus einem großen kulturellen Angebot aussuchen und auch neue Ideen schöpfen. Das waren ungefähr 3, 3,5 Jahre. Da hat mich Wien extrem anspornen können. Wie ich dann aber mitgekriegt habe, diese Apfelstrudel-Milchkaffee-Gemütlichkeit, war das etwas, wo ich mir gedacht habe, was machst du hier eigentlich? Du wirst dich irgendwann anpassen. Es ist die Luft hier so. Und irgendwann bist du genauso lasch, genauso gemütlich und dann hast du Lebensqualität oder was auch immer, aber du hast nicht mehr diese Drive, was zu tun. Also das ist für mich nach wie vor eine Option, von hier wegzugehen. Auch das aus dem Abbilden dessen, was für mich ist, ein Abbilden dessen, was sein könnte, wird. Also ich habe durchaus den Anspruch, nicht nur gesellschaftskritisch zu sein, sondern auch was Neues aufzuzeigen. Also da sehe ich schon die Aufgabe im Generellen der Kunst, dass er sich wieder traut, visionär zu werden. Nicht nur diese postmoderne, ich bin so ironisch und ich überschaue alles so und ich kann darüber nur mehr den Mundwinkel verziehen. Finde ich eine sehr arrogante Einstellung. Also ich meine diese spirituelle Dimension, die es auszusprechen, was denn Wagnis ist. Wenn du dich selbst spürst, dann kommst du in diese spirituelle Bewusstseinszustände. Sich trauen wird, trotz immer marktorientierter zu sein, diese Dimension auch aufzuzeigen, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es für andere ein Bedürfnis ist. Für mich ist es ein Bedürfnis.